Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Commentary und wieder mal Battlefield und Battlefield 3, nicht Bad Company. Ich habe in letzter Zeit wieder übelst Bock auf Battlefield 3. Jetzt erstmal zum Equipment, bevor ich es hier vergesse. Die KH-2002 habe ich mit. Klasse ist übrigens Assault. Dann das Medipack. Pistole habe ich, glaube ich, im Verlauf mal gewechselt. Müsste eigentlich die M1911 mit Scholli sein. Und ja, Granaten verbessern, also mehr Granaten dabei haben. Und Aufsätze bei der Waffe ist eigentlich nur das Cobra Rohpunktvisier und der Schwerlauf. So, hier habe ich ein bisschen spezielles Gameplay. Übrigens, sorry, falls ich manchmal ein bisschen leiser rede oder ein bisschen verschlafen klinge. Ihr müsst wissen, jetzt ist 3:30 Uhr morgens, wenn ich das Zeug hier aufnehme. Aber egal. Wie gesagt, die Waffe, die macht mir übelst Bock. Die erinnert mich extrem an die Farmers als MW2. Und ich habe die Farmers geliebt in MW2. Ich habe praktisch nur die Farmers genommen. Zwischendurch mal Sniper, aber praktisch nur Farmers. Ich hatte, glaube ich, mit der Farmers schon 2500 Kills. Und dann mit der Sniper irgendwie 1000 und ansonsten praktisch nichts. Aber egal. Ich habe hier im Gameplay ein bisschen was Spezielles versucht, nämlich ein Flawless Gameplay zu erreichen. Das heißt, nie zu sterben. Ich habe es auch hingekriegt. Ich muss aber zugeben, ich habe nicht allzu viele Kills. Ich werde es trotzdem schon mal verraten. Insgesamt habe ich 10 Kills geholt. Sind zwar nicht viele, aber ich finde, wenn man mit dem Stoßdaten spielt, ist das schon ganz okay, wenn man 10-0 schafft. Und ja, ich wollte halt mal was Spezielles ausprobieren. Hat sich gerade angeboten, das hochzuladen. Ja. Die Waffe, die ich hier benutzt, die KH-2002, eben, wie gesagt, hier wundere ich mich übrigens, dass das Holz in der Luft schwebt. Aber egal. Die habe ich, wie gesagt, erinnert mich an die Farmers. Erstmal wegen dem Aussehen. Zweitens ist sie eine Impulswaffe. Also man kann die nicht vollautomatisch schießen. Die steht total auf Impulssturmgewehr. Ich weiß nicht warum, aber es ist nun mal so in Call of Duty, in Battlefield, eigentlich nur in Counter-Strike finde ich sie nicht so das war. Da gibt es zwar auch nur die Farmers, wie ich weiß, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber trotzdem, da gefällt sie mir nicht so. Aber egal. Mein Thema heute noch ein bisschen mehr sollte eigentlich sein, die neuen DLCs. Denn es wurden ja 3 DLCs angekündigt. Eins im Juni. Da gibt es auch schon einen Trailer zu. Close Quarters heißt das. Dann soll wahrscheinlich im September eins rauskommen. Da sollen dann übelst riesige Maps dabei sein. Mitunter die größte Battlefield Map, die es je gegeben hat. Und das heißt für mich Köfen. Weil als Sniper muss man die natürlich holen. Ich habe letztens meinen Rekord mit dem Long Range Headshot überboten. Ich habe jetzt einen 1300 Headshot geschafft. 1300 Meter. Ich will, ehrlich gesagt, mich immer mehr steigern, bis ich irgendwann einen 2000 Meter Headshot schaffe. Wenn ich das habe, bin ich komplett zufrieden mit mir. Ja, das finde ich halt übelst geil am Battlefield, kann man sich immer so eigene Ziele setzen. Aber ja, eigentlich zu den DLCs hier. Close Quarters kommt im Juni. Hier tanze ich noch ein bisschen an den Typen rum. Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil angeblich sollen mehr halt in dem DLC auf Infanterie-Maps gesetzt werden, sprich Maps wie Metro oder zum Beispiel Grand Bazaar oder so. Und ich denke mal, die Maps werden ganz geil sein in Team Deathmatch.
Jetzt habe ich dabei halt das Problem, ich bin nicht so der Team Deathmatch Zocker, wenn es um Battlefield geht. Weil ich lieb halt am Battlefield die riesigen Maps und halt die riesige Freiheit, die man hat und alles, und das wird da vielleicht ein bisschen verloren gehen. Ich werde mir das DLC trotzdem holen. Das ist nun mal so mit Fanboys, da kann man nichts machen. Die holen sich alles, auch wenn es scheiße ist. Aber egal. Außerdem gibt's angeblich, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das so ist, wieder 10 neue Waffen. Sprich, in Back to Korken waren ja 10 Waffen dabei, 2 pro Klasse und dann noch 2 allgemeine. Das soll es wieder geben. Und das ist allein schon ein Kaufgrund für mich. Was heißt alleine? Ich würde es mir wahrscheinlich nicht holen, wenn es nur die Waffen wären. Aber mit 4 Maps noch dazu, denke ich mir, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, 15 Euro kann, glaube ich, jeder mal blechen für eines seiner Lieblingsspiele. Jedenfalls finde ich das auch cool, dass sie immer wieder neue Waffen reinbringen, die nicht, ich wiederhole, nicht overpowered sind. Ich finde nämlich von den neuen Waffen die meisten gar nicht so extrem stark. Also vor allem beim Versorgungssoldaten, muss ich sagen, gefallen mir die neuen Waffen zwar vom Style her, aber von dem her, wie sie so sind, stärker und so, finde ich die gar nicht allzu stark. Und auch beim Sniper, da finde ich jetzt die halbautomatisch, die neu dazu kam, richtig geil. Allerdings die L96 ist zwar cool, aber ich merke nicht den übelst großen Unterschied zu SV98. Sie macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden, aber ansonsten, sie hat mehr Style irgendwie. Aber naja. Was ich mir erhoffe, dass in diesem DLC oder im nächsten die M24 als Snipergewehr vorkommt. Weil ich liebe die Waffe, ich habe die in BC2 vom Style her geliebt. Ich fand nur die Gold geiler. Aber ich glaube, nur weil sie auch von mir aus gesehen besser war. Ich konnte mit der Gold am besten umgehen in BC2. Aber vom Aussehen her war die M24 eindeutig meine Favorite. Ja, würde ich sehr begrüßen, wenn die wieder vorkäme. Ich meine, es gab sie ja schließlich auch in Battlefield 2. Und ich habe mich schon gewundert, dass die nicht in Back to Korken dann dabei war. Wäre also richtig cool, wenn die jetzt vorkommen würde. Ja, und zu den Maps, wie gesagt, freue ich mich drauf. Weil Infanterie ist schon geil. Nur eben das Sniper ein bisschen problematisch. Dafür kann man mehr mit der Pumpe spielen. Aber naja. Ich denke übrigens zu den Waffen, es wird ähnlich aufgebaut sein wie in Back to Korken. Bei den Snipern eine Bolt Action und eine halbautomatische. Bei den Sturmgewehren eine, die mehr auf Nahkampf ist und eine, die mehr auf Fernkampf ist. Bei den Versorgungssoldaten habe ich keine Ahnung, wie sie es da gedacht haben. Und beim Pionier, ja, finde ich, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe die zweite da nämlich noch nicht. Die erste ist übel stark im Nahkampf. Also ich denke mal, da wird es auch irgendwie sowas geben. Zu den allgemeinen Waffen kann ich nicht viel sagen, weil da habe ich erst eine. Und ich habe die noch praktisch nicht benutzt. Ich habe die mal kurz genommen, fand die allerdings nicht so super cool und alles. Und ja, habe sie gleich wieder weggepackt. Trotzdem, ich freue mich riesig auf das DLC. Und ich will jetzt hier nicht COD flamen oder so, aber ich sag das irgendwie immer wieder. Ich finde, man darf dieses Geld schon ausgeben für die Battlefield DLCs. Weil wenn man sich überlegt, 4 Maps, 10 Waffen, je nachdem neue Fahrzeuge, und das für 15 Euro, und Call of Duty muss man jetzt dieses Elite haben oder was ja
Ich weiß eben nicht, ob das monatlich oder jährlich kostet oder was. Jedenfalls ist das wie eine Art Abo. Das heißt, immer wieder zahlen. Dann kriegt man die DLCs gratis. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Allerdings muss man halt dazu sagen, es sind 20 DLCs angekündigt. 20 Stück. Stellt euch das mal vor, das sind pro DLC gerade mal 2 Maps. Das heißt, 40 Maps kommen dazu. Wenn man jetzt dieses Call of Duty Elite nicht hat und sich die DLCs einzeln kaufen muss, ja, ich glaube, da kann sich jeder ausrechnen, wie teuer das kommt. Ich denke mal, so wie ich Infinity War kenne, kommt das auf die 200 Euro zu. Jetzt rechnen wir mal Battlefield aus. Insgesamt 4 DLCs. Das Hauptspiel. Das wären dann 60 und 60, 120 Euro für alles. Dann hat man 40 Waffen plus, 16 Maps plus, ein paar Fahrzeuge plus und dann noch das Hauptspiel. Also von mir aus gesehen 100 mal mehr. Und auch viel detaillierteres Zeugs. Also, wie gesagt, soll jetzt kein Call of Duty Flame sein, aber ich habe da schon ein bisschen, also deshalb mag ich ehrlich gesagt die Call of Duty Macher nicht so, weil mir kommt es wirklich vor, als ob die wirklich einiges geldgeiler sind wie jetzt die Battlefield Macher. Obwohl eigentlich die Macher selber verkaufen das ja nicht. Das bestimmt ja größtenteils dann der Verkäufer, kann man eigentlich sagen. Also zum Beispiel Origin, also EA zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt mal eure Meinung zu den DLCs und wir sehen uns dann.